Ground & Pound Fans, herzlich willkommen, Respekt Nummer 13 aus Karlsruhe. Der Hauptkampf ist soeben zu Ende gegangen. Neben mir steht einer der beiden Kontrahenten, Tassilo La. Er konnte gerade den Kampf nicht so positiv gestalten gegen Jonas Bilstein, wie er sich es vermutlich gedacht hat. Die fast obligatorische Frage, Tassilo, wie ist es aus deiner Sicht gelaufen? Kannst du uns kurz schildern, woran hat es gelegen? Ja, es war ein relativ enger Kampf. Ich war super vorbereitet, top vorbereitet gewesen. Im Stand haben wir uns gut gegeben. Ich fand, da war ich auch der bessere Mann im Stand gewesen, habe den härteren Treffer gelandet. Ein paar gute Low-Kicks gesetzt, aber ich konnte auch einen schönen Bodykick landen und ausschlaggebend waren einfach die Takedowns, die er gelandet hat. Ich habe ihn zwar einmal gesweept und konnte auch manchmal wieder aufstehen, aber der war einfach heute der bessere Mann und ein Tick besser als ich. Wie sah der Gameplan aus? Also der Jonas ist ja ein sehr kompletter Kämpfer. Wo habt ihr dort Lücken gesehen? Wo habt ihr Chancen gesehen? Vorteile für dich? Wie wolltest du ihn knacken? Wir wissen, dass Jonas ein sehr, sehr starker Mann ist. Er ist ja Bellator-Veteran, hat jetzt knapp 20 Kämpfe, jetzt 15 Sieg eingefahren. Und ja, wir wollten im Stand bleiben. Wir sind auch komplette Kämpfer. Und wir wussten, dass es unser härtester Test wird und ich denke, wir haben auch einiges positiv gestalten können. Und wie gesagt, er war einfach der bessere Mann und die Takedown waren das Ausschlaggebende. Wir waren gut vorbereitet, aber es ist, wie es ist und wir werden weitermachen. Ich konnte eben kurz mit dem Jonas auch kurz sprechen und der erste Eindruck, er war so ein bisschen überrascht, dass du tatsächlich im Stand geblieben bist. Er hat wohl scheinbar damit gerechnet, dass du den Boden suchst. War das auch so ein bisschen vielleicht Kalkül, ihn zu überraschen dahingehend? Das ist nett. Viele denken auch immer, ich bin Ringer. Klar, in dem MMA ist ein großer Sport mit vielen Facetten, da muss man überall top sein. Wir sind gut vorbereitet gewesen und unser Gameplan war, wie gesagt, im Stand zu bleiben. Wir haben da auch Positives gezeigt und ja, wir sind auch komplette Kämpfer und wir können überall kämpfen. Das ist nicht nur, dass ich jetzt ein Bodenmann bin, sondern wir sind überall versiert, bloß war er halt heute der bessere Mann. Von außen, ich kann gut und gerne sagen, es war mit Recht der Hauptkampf. Es war ein sehr schön technischer, ein sehr spannender Kampf. Im Namen des Publikums vielen Dank, auch wenn es für dich nicht so gelaufen ist. Aber lassen wir mal so ein bisschen Revue passieren. Was nimmst du jetzt aus diesem Kampf mit? Also das Jahr ist jetzt auch nicht so gut gelaufen für dich bisher, sportlich. Was nimmst du jetzt aus diesem Kampf mit für die nächste mittelfristige bis langfristige Zukunft? Ja, also wie ihr wahrscheinlich wisst, könnt ihr anhand meines Rekordes sehen, dass wir nur gegen die Besten kämpfen. Ich konnte jetzt leider nur von meinen letzten drei Kämpfen einen gewinnen, aber es waren alles Top-Männer. Mein letzter Kampf, den ich gewinnen konnte, war auch gegen ungeschlagene Gegner. Und wir werden das weiterhin machen und wir wollen uns nur gegen die Besten messen. Egal wer es ist, wir kämpfen gegen jeden und wir sind der Auffassung, dass man nur so der Beste werden kann. Und selbst wenn wir jetzt 5 Niederlagen Folge haben, es tut mir zwar leid an meine Trainer, an mein Team, aber nur so wird man der Beste und irgendwann werden wir so gut sein, dass wir die in absehbarer Zeit schlagen werden, die Besten, und deswegen kämpfen wir auch nur gegen solche starken Leute. Ich glaube, das ehrt dich, mit dieser Einstellung die besten Leute zu suchen und dort nicht irgendwo auf die Bilanz so ein bisschen zu schielen und sich dann nur mit ein paar Leute rauszupicken. Dafür Hochachtung und dafür bist du aber auch bekannt, also man kennt das so in der Szene. Ja, Tassilo, nächste Zukunft, irgendwas geplant schon, große Namen, du sprachst es an, viel bleibt ja nicht mehr jetzt in Deutschland. Ne? Nee, wie gesagt, wir haben jetzt gegen Stefan Pütz gekämpft, gegen Rano Tages, in Tschechien haben wir gekämpft, jetzt mein letzter Kampf gegen ungeschlagenen Gegner, heute gegen Bildschein. Es sind nicht mehr viele, es sind noch ein paar Namen, vielleicht, wie schon wir im Interview gesagt haben, Martin Zawada ist ja interessant, ein Nick Saltschow, klar, wir kommen jetzt in einer Niederlage, wir haben jetzt im August vielleicht irgendwas anstehen, aber darauf will ich schon eingehen. Wie gesagt, im Ausland ist es auch wieder sehr starke Gegner, sehr starke Angebote haben wir und wir haben keine Angst vor niemandem. Und auch wenn wir verlieren, wir gewinnen aus jeder Niederlage und ja. Ich kann also sagen, ich bin ein bisschen platt. Super Einstellung, auch dein Auftreten nach dem harten Kampf. Super, Respekt ohne Ende. Ich möchte dir noch die Gelegenheit geben, ein paar Worte loszuwerden. Die Kamera wird dir. Ja, danke an Jonas Bildschirm, dass er den Kampf angenommen hat, dass er auch ein fairer Sportsmann war. Es war ein super Kampf, spannender Kampf, er war einfach der bessere Mann.
Ich möchte mich an meiner Familie danken, bei meinem Bruder, bei meinen Teamkameraden, das Team Giboyo, Dennis Iva, Nico, Michel, Enver, alle meine Trainingspartner, Ken. Tut mir leid, auch die ich jetzt vergesse, mein Ringerteam RSL 2000. Dann an Remus, vielleicht kann er kurz in die Kamera kommen. Das ist einer meiner zwei Trainer, das ist der Remus. Hallo Remus. Er unterstützt mich immer, danke an ihn. Und dann noch an meinen Papa, meinen Life-Coach, der alles für mich ist. Ich habe ihn sehr, sehr lieb. Hallo. Tut mir leid, dass ich schon verloren habe, aber wir werden weitermachen. Dann möchte ich noch meinen zwei Mamas bedanken, das Rivan und der Caroline vor allem. Und ja, es ist toll, so eine Unterstützung zu haben von so einem Team. Und selbst wenn wir verlieren, sie sind immer voll hinter mir. Und ich bin vom Herzen froh, dass ich solche Leute habe. Ich liebe euch alle und danke an euch, Grand Pan, für die Arbeit. Und ihr werdet mich bald wieder in Aktion sehen. Vielen Dank für das Interview. Danke.